Es sieht einfach so aus, ihr seht gut aus, aber gut getimt seid zusammen. Das ist lustig, so, es ist so selbstverständlich sieht das aus bei euch. Ah, cool. Ja. Das ist interessant. Das machen wir jeden Morgen. Nee, das glaube ich nicht. Nee, es sieht einfach so selbstverständlich aus. Ja, du bist tatsächlich, siehst du aus. Nee, es sieht aber so selbstverständlich aus. Etwas größere Knospe. Okay, eine coole Knospe. Eine coole Knospe. Und ich finde gut auch deine Zahnlücke. Finde ich cool, habe ich bei einem Mann so noch nie gesehen. Kenne ich nur von einer Frau. Kenne ich nur von Frauen. Ich habe früher zum Orthopäden gesagt, dass er die nicht wegmachen soll. Ja, war eine gute. Meine Mutter hatte die. Und sagen die Frauen zu dir, dass sie es cool finden? Ja. Also meine ganzen Freundinnen stehen auf ihn. Ja gut, er ist auch 1,90 Meter und sieht gut aus. Und nee, ich würde sie auch nicht vergessen. Du bist wie mein Bruder, das geht nicht auf. So. Okay, außerdem arbeiten wir zusammen. Also. Wir sind ja auch wegen euch da. Wie ist das bei euch? Ihr arbeitet ja auch zusammen, ne? Wir arbeiten nicht mehr zusammen. Nicht mehr. Letztes Mal. Das war, letztes Interview. Oh oh. Ey komm, wir haben jetzt gesagt, nach dem Film ist auch wieder vor dem Film. Ne? Jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, ihr wart jetzt in letzter Zeit sehr viel nackt. Würdet ihr euch wohler fühlen, wenn wir uns alle ausziehen, oder? Ihr dürft euch gerne ausziehen. Ja. Wir würden uns wohler fühlen, wenn ihr nackt wärt. Okay. Das war ja nichts Schönes. Wir haben ja auch im Winter in Berlin gedreht. Also nackt durch Berlin zu laufen im Winter, vor allen Dingen am Kotti vorbei. Ein paar Spritzen liegen, Schnee ist und du weißt, jeder, der feiert und der gerade hier aus der U-Bahn kommt, wird sich mehr wundern über diese zwei nackten Flitzer und den Schnee als alles andere. War auch spannend, ne? Vor allem, was gab's da für geile Reaktionen am Kotti? Gar keine. Es ist Berlin. Gar keine? Nee, gar keine. Ich hab schon alles gesehen. Ja, so, okay. Oh. Lauf mal an der Moschee vorbei. Aber wie lange wart ihr dann tatsächlich? Wie viele Tage wart ihr nackt? Film ist es ja ein Tag. Das ist ja quasi der Tag Null, wo wir gar nichts haben. Und den haben wir aber tatsächlich, glaube ich, über 4 oder 5 Mal gedreht. Oder 5 Drehtage bestimmt, oder? Immer also mal wieder. 4 oder 5 Drehtage bestimmt. Würde ich sagen. Weil es ja nach Locations geht. Also wir sind immer, es gab auch tatsächlich sehr, sehr kalte Tage. Dieser erste Tag, da sind wir draußen gerannt bei minus 25 Grad. Ja. Und dann aber hast auch du gesagt, minus 25 Grad? Das war minus 20 oder minus 17? Minus 25. Das war in der Nacht minus 20. Es sind die Rohre geplatzt. Wirklich? Ja. Na gut, selbst bei minus 17 können auch die Rohre. Du warst krank nach der ersten Woche. Ja, na und? Weil es einfach eine Woche frei. Da war halt Zug und keine Heizung. Also ist nicht, das Rennen war nicht das Problem, die Garage war das Problem. Ja. Oh, der Boden ist so kalt. Kann ich einen Teppich haben? Aber ganz nackt über die Oberbahnbrücke. Das war lustig. Kann ich mir jedem empfehlen. Ja. War das so ein Live... Das ist ein befreiender Moment, oder? Das ist so ein Bucketlist-Moment. Ja. Wo man sagt so, ey, einmal nackt mit seinem besten Kumpel über die Oberbahnbrücke und wieder und dann, vor allem, wenn du raus aus dem Van. Komm, geht die Hände weg. Rein in den Van, fertig. Wir rennen nicht so. Ja. So, komm, wir rennen so. Das sieht doch besser aus. Das war ein Moment, wo ich dachte, okay, das finde ich wiederum uncool. Und Flo sagt einfach, ey, gib Gas. Ne? Ja, war eindrucksvoller Moment auf jeden Fall. Aber, eindrucksvoller Moment. Hat gefallen. Zum späteren Moment im Film geht es ja auch nochmal um Penislängen. Habt ihr schon mal so im Real Life verglichen? Die Frage hatten wir noch nicht. Geht's um Penislänge? Aber Penislänge ist genauso wie, obwohl bei einer Frau, wenn die halt kleinere Brust hat und größere, kann man... Ja, so, bei Männern ist es nochmal, aber... Da kannst du nur wirklich auch gar nichts machen, da bist du einfach nur so. Nee, es geht um Konkurrenz und Wettbewerb und natürlich, wenn die unterste Schublade aufgemacht wird, dann weißt du, jetzt ist echt Ärger am Mann, wenn man diese unfaire Sache rausholt, wo der andere einfach überhaupt nichts, der kann... Weißt du, Körper kannst du auftrainieren, kannst du abnehmen und so weiter, aber da kannst du ja nur wirklich nichts machen. Obwohl, man kann das operieren, ne? Aber dann wird er einfach sehr schmal und lang. Ja, ich habe noch nie einen Schwanzvergleich gemacht jetzt mit meinen Leuten. Macht man den dann im normalen Zustand oder im steifen Zustand? Nee, ernst gemeinte Frage jetzt. Theoretisch müsste man so lang im steifen Zustand machen, weil... Weil sonst gibt es bestimmte Leute, die... Du weißt ja nicht, ob es Blut oder Fleischpilz ist. Genau, das ist ja wirklich so. Ja. Du kannst ja einen riesen Ömmel haben, der einfach nur nach oben kommt. Und dann hast du aber... wow, was geht denn hier ab? Und du siehst aber, guckst dann deinen Kumpel an im Gesicht. Oh mein Gott. Ey, ich hab heute Abend ein Date und der kommt einfach nur mit so einer Blutkonserve noch, weißt du? Das ist nicht so lustig in so einem Film. Mit so einer, warum hast du eine Blutkonserve vorbei? Frag mich. Nee, ich glaube, ich habe auch noch keinen Penisvergleich gemacht, du. Aber man weiß doch, Entschuldigung, von deinen Buddies weißt du doch, hast du dich doch schon nackt gesehen, oder? Aber das warum? Weiß man ja. Mhm. Was? Mhm. Ja. Nee, weiß nicht, ich mach nichts Nackiges mit denen. Wir gehen nicht nackt schwimmen, wir... Wie alt bist du deine Kumpel noch nie nackt gesehen? Weiß ich. Das ist ja seltsam. Ich bin auch kein Sauna-Chiller oder so, deswegen... Nee, Sauna kann ich auch nicht. Sauna ist hart. Hallo. Wirklich?
Aber hast du deine Freundin schon mal nackt gesehen? Aber wenn ihr nackt. Na klar. Aber Frauen sind ja eh entspannter Frauen. Die Sauna, ganz haben halt insgesamt Probleme, in die Sauna zu gehen, ne? Stellen sich da total an. Was? Ja. Yeah. Niemand meiner Freunde hat ein Problem damit. Womit? In die Sauna zu gehen oder sich auszuziehen. Achso, nee, das nee, ist. Du in die Sauna? Nee, bei mir sind es eher die Frauen, die sich vor den Jungs nicht unbedingt Bock haben, auszuziehen. Echt? Das gibt's schon noch so ein bisschen im Freundeskreis. Das ist da so eine Sperre, aber die Jungs sind in die Sauna. Ich gehe auch nicht gerne in die Sauna. Also ich gehe jetzt, wenn ich jetzt mit meinen Kumpels in die Sauna gehen würde, würde ich mich ausziehen, aber so mit Fremden, das, ja, das, das meine ich ja, ja. Aber jetzt zum Beispiel, wir sind am Meer, es ist kein Arsch da und da würdest du doch mit deinen Kumpels nackt reinspringen. Na klar. Also. Du doch auch, oder? Ja, du schon, ja. Also, worüber reden wir? Aber wie stolz jetzt gesagt. Ich mache keinen Schwanzvergleich. Nein, das meine ich, aber du kannst aber eigentlich, also der durchschnittliche Typ wird seine Freundin irgendwann mal nackt gesehen haben. Der ist in die Wellen gesprungen und das Ding hat wirklich die Wellen geschreit. Die Wellen sind mal rangeschlagen und dann ist der, dann kam erst, dann hat er den Körper. Penisfisch und dann hat, ja. Oh Gott! Wer kennt ihr nicht den Penisfisch? Ich. Okay, wir schweifen ab. Entschuldigung, wir schweifen ab. Ihr wollt ja nicht nur nackt in dem Film. Danke. Vielen Dank. Okay. Rette uns. Ja, gerne. Es geht ja vor allem auch um die 100 Dinge, die ihr euch Tag für Tag dazu holen dürft quasi. Und die Grundfrage, was braucht man eigentlich? Ne? Und jetzt würden wir gerne wissen, wir arbeiten ja morgens zum Beispiel, ne? Immer von 5 bis 10. Was sind die 3 wichtigsten Dinge für euch am Morgen, die, ohne die es nicht ginge? Zahnbürste. Kaffee? Irgendwas, wo man halt... Zahnpasta brauchst du. Ja. Oder? Ja. Deo. Ideal wäre ein Klo zum Pinkeln. Das fände bräuchte ich definitiv morgens. Ich pinkle aus dem Fenster. Also aber irgendwo, wo man hinpinkelt, eine Stelle. Einfach eine Stelle. Eine Stelle. Und in der Wohnung. Und eins geht noch bei beiden. Ja, einer geht noch. Ne, Verbrauchssachen musst du, also Kaffee ist ja eine Verbrauchssache. Ja. Muss ja jetzt nicht unbedingt und so weit, entweder Wodka oder Bier, damit der Motor angeht. Aber ansonsten ist, das wäre so hart. Nee, das dritte am Morgen, ich mach immer nur einen Kaffee. Ja, du willst duschen, du willst dir die Zähne putzen, du brauchst ein Deo und dann kannst du schon mal raus. Also bei dir geht's ums gut riechen auf jeden Fall, merkt man schon mal. Nee, bei mir ist es nicht so. Ich brauche einfach einen Kaffee pinkeln, einen Kaffee. Ne, Kaffee würde ich schon, aber Kaffee, ich sage immer diese Verbrauchssachen, da kannst du endlos sagen. Wenn du jetzt jede Esssache nennen musst, die du das Müsli und die Milch und den Zucker oder was auch immer damit pinkeln, Kaffee und so ein bisschen mal zum Anziehen. Okay. Achso, anziehen, wenn er PC. Ich nehme das Deo zurück. Ich möchte zumindest einen Socken. Einen Socken. Größe 48. 20 cm. Größe 48, aber du hast ja große Füße. Ich habe sehr große Füße. Ja. 48? Nein, ich hab 44. Das ist 44. Für meine Körpergröße groß. Okay. 47. Ist okay. Siehst du? Ich habe 37. Ich kaufe mal den. Das war jetzt 42, 43. Aber ich würde trotzdem verschwinden. Okay.